Willkommen zu einer neuen Folge. Heute aber mal ja nichts zum Fahren, sondern zum Reparieren. Ich muss aber erstmal umdrehen hier. Das ist nicht gerade, siehst du, Baum schon gegengestoßen. So. Denn heute werde ich mal den Reifen wechseln, beziehungsweise wechseln lassen, aber ich muss ihn ausbauen. Warum? Erzähle ich nach dem Intro. Und in der Zeit versuche ich mich mal weiter hier zurecht zu parken. So, jetzt will ich erstmal einstöpseln hier. So. Ja. Wem es aufgefallen ist. Oh, den habe ich hier umlackiert. Soll ja alles zueinander passen. So. Jetzt kommen wir zum Reifen hier. So, wie schaut er aus? Genau so schaut er aus hier. Na, da ist nichts mehr mit Profil. Ah, gut abgefahren. Ah, nee, ist echt böse. Da, hier franzt das schon. Das ist schon böse. Ja, so kann es kommen. Ey, da bleibe ich schon fast hängen hier. Naja, so. Der wird jetzt erstmal ja, ausgebaut. Und putzen müsste ich auch mal wieder hier, ne? Beziehungsweise waschen. Das ist jetzt alles nur vom Schmutz her, vom Fett her. Und die Kette muss ich unbedingt mal ölen hier. Eieieiei. Okay. Dann will ich das jetzt mal tun. Das ist nur ein bisschen. Das ist gebürstet. Hier, guck mal da. Das, guck mal, da schießt, da glänzt es doch drunter. Ja, wird geputzt. Aber nun erstmal kommt die Achse wieder rein. So. Darauf muss man achten, dass man das auch vernünftig wieder reinsteckt und noch zusammenbaut und nicht irgendwie wie man es gerne hätte oder möchte, oder so hat es der andere gemacht, so war das vorher. Denn was vorher gewesen ist, heißt nicht unbedingt, dass es richtig war. Achso, halt. Den Ring wollte ich doch noch vorher machen. So. Der Ring. Und jetzt die Scheibe. So. Siehst du, geht doch. Ja. So, das war's gewesen. Hinterreifen ist draußen. Ich habe die Achse wieder eingepackt, so wie sie auch sein soll. So weiß man auch wieder, dass sie zusammengebaut ist. Das eine oder andere vergisst man ja gerne mal. Nein. Ich habe es mal ganz ausgepackt. So schaut der aus. Beziehungsweise so hat der mal ausgeschaut. So muss ich das sagen. Wie viel genau Kilometer ich jetzt gefahren bin, das muss ich noch berechnen. Guck mal, hier sieht man das nochmal richtig. Ja, da ist dieser. Da. Aua. Das biegt ganz schön rein. Aber sonst wo ist er bisher nur leicht angegriffen. Aber da ist schon die Grenze. So, ne? Da piekst er schon. Das sind jetzt so, wie gesagt, ich rechne das immer noch mal aus. Aber ich schätze mal so 10.000 Kilometer waren das. Ja, so Pi mal Daumen halt so. Ne? Und ja, ich finde schon, dass es eine ordentliche Leistung ist. Ne? Je nachdem, wie man den halt fährt halt. Aber ich bin überwiegend Stadt, Land und keine Rennstrecke gefahren halt. So, ich bin jetzt beim letzten angekommen. Ja, nur nicht rumschmieren jetzt gerade. So, ich bin fertig. Keine Ahnung, wie lange es jetzt gedauert hat. Ich denke mal so eine halbe Stunde. Ja, so schaut es jetzt aus. Ich habe noch mal Glück gehabt mit dem Stift. Der war zuerst recht trocken gewesen, aber ich habe es dann so weit geschafft.
Ja. Schaut auch gar nicht so verkehrt aus. Ja, jetzt heißt es noch trocknen lassen. Und ja, dann einbauen, ne? Und zwar so rum. Ja, also das wird nicht lange zu sehen sein. Ja, mal gucken. Ne? Aber ich schreibe noch was rauf hier. Moin, willkommen zu einer neuen Folge. Oh, ich muss erstmal drücken hier. Ja, zu einer neuen Folge würde ich nicht sagen, aber zum neuen Tag auf jeden Fall. So, wir haben hier Super 1,45, okay. Also 1,46. Ja, zumindest die Fortsetzung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so, was ich alles gequatscht habe. Es betrifft immer noch den Hinterreifen, der ist jetzt gerade neu drauf. Das sind wirklich die ersten Meter, die ich jetzt gerade mache. Okay, ja, also Service muss ich auch bald mal machen. 161. Ne, das will ich jetzt gar nicht. Uhrzeit will ich auch nicht. Alter, hinten muss ich erstmal ordentlich pumpen hier. So, jetzt? Okay, dann nehme ich halt nicht. Ja, ich bin jetzt extra so einen Kreis gefahren, damit die Kiste ein bisschen warm wird. Uiuiui. Ich möchte mit der Maschine jetzt erstmal einmal zur Waschstraße, Waschbox. Einfach mal kurz ein bisschen abstrahlen und ja, kurz den Reifen, ne? Und das merke ich sofort, dass da der neue Reifen drauf ist. Das ist ja mal obergeil. Was für ein Unterschied. Echt. Kein Wunder, warum ich immer weggerutscht bin, Alter. Moin. So, ich bin mit dem Waschen fertig. Ich glaube nicht, dass ich jetzt alles gezeigt habe oder zeigen werde. Und ein paar Liter habe ich auch nochmal getankt. Das reicht für so eine kleine Spritzfahrt. Beziehungsweise Einfahrt. Das ist keine Spritzfahrt, das ist eine... Oh, habe ich vergessen zuzumachen. Ja, so eine kleine Reifeneinfahrt, sage ich jetzt mal so. Ne? So, ich fahre jetzt hinten rum. Ich fahre so eine kleine Tour. Und dann rede ich so ein bisschen drüber. Auf jeden Fall, das merke ich sofort, dass da ein neuer Reifen ist. Das habe ich ja schon gesagt. Auf jeden Fall, das ist... Oh, das ist ja... Oh, ich komme überhaupt nicht mehr ins Rutschen. Das ist... So, Klappe zu.
Ja, gerade nochmal geguckt, ob meine Tasche zu ist, weil die vergesse ich gerne mal. Ja, ich bin am überlegen, ob ich jetzt die kleine Tour fahre. Das wäre jetzt hier vorne links gleich schon rein. Oder bei Plecht vorne, also kurz nach der Dorfeinfahrt. Mal gucken, wie spät, 16:45. Ja, doch. Ich mach mal die große. Wäre jetzt eh schon zu spät. Sieht man die Sonnenstrahlen? Also zumindest sehe ich sie. Hinter mir ist jetzt keiner. Da sieht man die richtig so die Wolken und so die Sonnenstrahlen rausgucken. Also was mag ich ja, ne? Ich bin ja, ich weiß nicht, das ist, früher war das gar nicht mal so wirklich bei mir gewesen, dass ich gerne mit der Fotoapparat hier so rumknipse. Aber das hat zugenommen. Oh, guck mal da, was da ist. Habe ich das schon mal gesehen? Ne, habe ich noch nicht gesehen, aber finde ich schön. Natur, Tiere sind sowieso was Schönes. Ja, so, jetzt zum Reifen. Gestern vor einer Woche, am Sonntag, das war glaube ich der 12., war ich ja mit so einer, mit ein paar Leuten unterwegs gewesen. So, wir waren in so einer Kette gewesen und als ich am Ende war, allein schon in der Mitte hatte ich Probleme gehabt, hinterher zu kommen. Oh, ich bin zu schnell wieder, ich merke ich gerade. Wo ich in der Mitte war, war das schon doof, da hinterher zu kommen. Na? Überholmanöver, alles drum und dran. Aber das will ich jetzt alles gar nicht breittreten, wie wir da gefahren sind, sondern es war sehr schwer, was das Hinterherkommen betrifft. Im Sinne von Gas geben, Bremsen, Gas geben, Bremsen. Das habe ich sowas von gemerkt, dass mein Hinterreifen immer weggerutscht ist. So, ne? Und ich denke mal, dass ich das Bild schon gezeigt habe. Klar, habe ich das schon gemacht. Guck mal, jetzt fahren wir hier nach Felden rein. Da bin ich öfters weggerutscht halt, ne? Das hat man richtig gemerkt und auch kein Profil. Wenn ich Gas gegeben habe, ne, das war, ich habe richtig gemerkt, dieses Durchdrehen. Klar, wenn da kein Profil ist und dann nur noch die Karkasse zum Schluss, das ist ja kein Wunder, sage ich jetzt mal so grob gesagt. Und da jedenfalls, das waren dann, ja, zumindest die normale Fahrstrecke waren auch gut 130 Kilometer gewesen. Aber ich bin ja mit der Karkasse weitergefahren, das heißt, ich hätte ja null Profil mehr gehabt. Und wir sind dann über Dorf gefahren, über Nürnberg, klar. Und dann über Hersbruck und so weiter. Katrin hat mich noch begleitet. Vielen Dank dafür nochmal. Ich habe gesagt, das brauchst du nicht machen, aber sie hat wirklich darauf bestanden, dass sie in der kommt, dass sie auch ein gutes Gefühl hat. Kann ich nachvollziehen, ich hätte es nicht anders gemacht, ganz ehrlich. Also sie hat genauso gehandelt, wie ich gehandelt hätte in dem Fall. Und ja, jedenfalls, wir waren dann bei mir noch gewesen und beziehungsweise sie hat mich mit nach Hause gebracht. Alles gut verlaufen. Dann habe ich mir ein Profil nochmal angeguckt. Davon habe ich ein Video gemacht. Wie es zum Schluss aussah, das sah ja noch schlimmer aus, als ich das entdeckt habe. Sowas hatte ich echt noch nicht gehabt. Das ist so eine Erfahrungssache halt, ne? Ich war froh gewesen, dass ich keinen Regen hatte, keine Polizei und
überhaupt auch die Straßenlage, ne, dass es nicht so voll war, dass ja, dass es einfach gut verlaufen ist einfach. Ne? Ich kann nur jeden raten, ja, achtet immer auf Profil. Ich bin mit Profil losgefahren. Also ich war schon an der Grenze gewesen, so ist es nicht. Ne? Nicht, dass man sagt irgendwie, ach komm, so schnell kann das Gummi doch nicht abgehen, sondern doch. Ich habe echt blöd geguckt. Ich wollte es echt nicht, ich habe es echt nicht geglaubt. Mir fehlten echt die Worte, wo ich das gesehen habe. Ja, echt, habe ich echt noch nicht erlebt, sowas. Ganz, weiß nicht. Das ist, ja, das könnt ihr mir glauben oder auch nicht. Das ist mir auch irgendwie Latex. Ich erzähl's, wie es gewesen ist und ja. Deswegen achtet immer darauf, wie seid ihr unterwegs, wo seid ihr unterwegs, wie ist das Wetter und immer auf Profil. Ne? TWE beim Motorradreifen, nur weil die erreicht ist, die Kante, das ist nicht die Mindestmaße. Mindestmaß ist 1,6 und dieser TWE-Balken im Reifen ist, so viel ich weiß, 1,3. Will ich mich jetzt aber nicht drauf festnageln. Okay. Uiuiui. Ja, da stehe ich gerne auf, weil das haut rein im Hintern. Achso, ich muss unbedingt nochmal Reifen nachprüfen. Hier, Reifendruck. Stimmt, weil das merke ich auf jeden Fall, der ist weich. Ob da, naja, laut Angaben sind 2,3, glaube ich. Ne, 2,5. Vorne sind 2,3, hinten 2,5. Da muss ich mal gucken, na, wie viel die jetzt raufgetan haben. Ich denke mal, zu 2,2, 2,3 ist es drin. Ein bisschen schweift ja auch ein bisschen ab, die Art. Oh, ja, ein bisschen, ja. Ist egal. Ich werde einfach überprüfen. Fährt sich auf jeden Fall gut. Ich habe auf jeden Fall Luft drin. Ja, so, jetzt werde ich erstmal einfach mal so die Fahrt genießen und statt Felden. Hm, hier ist eine Tischlerei. Okay, ich merke schon, ich quatsche trotzdem weiter. Ich habe noch meinen Bonbon. Sorry dafür, dass ich so rumschmatze. Aber ich lutsche gerne mal so einen Fisherman's Friend. Ja, ist halt so. So, wie muss ich hier jetzt fahren? Runter, gut. Hinter mir ist keiner. Weil die Strecke fahre ich jetzt gerade nicht so oft. Obwohl, boah, das sieht ja wirklich schön aus, ne? So ein Haus da oben. Da am Berg. Hm. Ganz ehrlich gesagt, so oft fahre ich hier gar nicht längs. Ich weiß auch gar nicht so 100 Pro, wo ich hier gerade bin. Stadtmitte. Dann fahre ich mal da längs. Okay, ich weiß. Ja, ich weiß, da ist der Friedhof. Okay. So. Ja, hier fahre ich gerne ein bisschen ruhig. Was heißt ruhig? Ruhig. Genau wegen sowas zum Beispiel. Fußgänger, zack, auf der Straße. Und auch hier kommen sie gerne mal runtergeschossen. LKWs fahren die einfach so zack durch. Teilweise auch mein Bus. Und stell mal vor, hier ein LKW. Oh, ja, das wird schon mal, ja, ich nehme das Wort wieder im Mund, eng. So, fahre ich jetzt nach Hause? Ja, ich fahre nach Hause. Ja, ich fahre nach Hause. Nochmal ein paar Kurven. Ja, passt schon. So. Sum, 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 sum. Thank you.
Ja, warum habe ich mich wieder für diesen Reifen entschieden? Einfach, weil ich es kann? Nein. Weil ich einfach von den Reifen überzeugt bin. Ganz einfach. Von der Marke, vom Reifen, das ist einfach wow. Wie ich schon erwähnt hatte, das werde ich auch meinen Titel einblenden. Der nächste Reifen wird zwar von der gleichen, vom gleichen Hersteller sein, aber nicht von der, nicht das gleiche Modell. Und ja, hier muss man aufpassen, hier sind sie manchmal echt gerne rutschig. So. Ja, die Tour möchte ich auch mal machen hier. So mehr da drüben rüber und so. Oh, das ist echt eine schöne Gegend hier. Das muss ich schon sagen. Auch Pottenstein, ne? Genial. Da muss ich, da wollte ich mal hochkrabbeln. Aber ob man das darf, weiß ich gar nicht. Obwohl, ein Verbotsschild gibt es ja auch nicht, ne? Also, es ist wunderbar hier. Das ist, ah, geil. Geil. Okay, Leute. Ich will das Video nicht zu lang machen. Das soll es gewesen sein mit der Geschichte vom Reifen. Passt gut auf, bleibt gesund, gebt mir einen Daumen und bis zum nächsten Mal. So, nach der Kurve, also nach dieser Kurve. So, nun aber. So. Macht's gut, haut rein, bis dann, ciao. Boah! Alter! Oh. Oh, Herzinfarkt!